So, Ladies and Gentlemen, dieses ganze Video baut auf diesem Döner auf. Und schmeckt geisteskrank. Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Istanbul. Hi. Wir werden einen 48-Stunden-Vlog etwas für euch mitfilmen. Und wir werden einen speziellen Döner probieren. Wie heißt der Döner? Dönerbank. Viel Spaß mit dem Video. Die Gassen sind eng. Das gibt's einfach seit 1454. Gestern bin ich hier angekommen. Waren wir essen. Messe war mit. Fleisch war krass. Laden blende ich hier ein, wenn ich den Namen noch habe. Dann wurden wir vom Taxifahrer verarscht. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Der hat gesagt, der hat sich eine Story ausgedacht und hat gesagt, dass bei uns in der Region, wo unser Hotel ist, Bombendrohung ist und deswegen kann er uns da nicht rauslassen, er fährt uns so 20 Minuten weg. Ich habe es mir schon fast gedacht, aber ich habe meine Klappe gehalten. Auf jeden Fall, wir steigen aus. Ich sage, ruf mal beim Hotel an. Hotel weiß nichts, Polizei weiß nichts. Der Mann hat uns auseinandergenommen, dass alles vorbei ist. Bin ich ein bisschen sauer schon. Aufgrund Wetter, Ladies and Gentlemen, haben wir uns auf diese beiden Dogs verlassen. Da drin wird jetzt Refresh Detox Getränk getrunken. Ich weiß auch nicht, warum ich das bestellt habe. Boah, schmeckt aber gut. Museum of Illusions, Istanbul. Für mich 23 wird es schon verpasst. Weil türkische Citizenship was? Ja. Der Mann beobachtet uns. Also es geht nicht so weit runter, falls ihr dachtet. Ah, es ist eine Lichtreflexion. Sieht es jetzt auch umgekehrt aus? Sieht es aber auch so aus. Boah, man hat das Gefühl, man kippt um, gell? Boah, nein! Optical Illusion. Das Ding habe ich gerade gelöst, Ladies and Gentlemen. Man muss das hier rauskriegen. Sowas mache ich halt nebenbei mal auf locker. Ihr wolltet mehr Randys, jetzt habt ihr mehr Randys. Garam! Chat, was sagen wir eigentlich zum Outfit? Also, Ladies and Gentlemen, bei so einem Wetter wie hier gerade, gebe ich diesen Museum of Illusion 7 von 10. Garam! Oh, krasse Frisur. Wir waren gerade hier auf der Suche nach Kaffee, haben aber keinen gefunden. Hier gibt es ein Restaurant und das geht dann hier drüber. Dann sitzen wir irgendwo da, hinter dieser Uhr. Sehr süß. Was ist das hier? Wo ist das? Dieser Brei Wedding Meal steht auf Englisch. Sieht irgendwie geil aus. Schmeckt sehr lecker, das macht meine Mutter auch. Aber das ist so eine Speise, die halt heftig sättigt. Wir haben hier einmal Iskender. Ich kenne der, heißt es auf Deutsch, ich kenne den. Und einmal, wie heißt es? Mante. Ja, aber das sind nicht die normalen Mante, das sind... Çıtır-Mante. Und für alle, die das nicht wissen, warum es Çıtır heißt, weil die Türken machen das gerne, wie bei Schlappen, die nennen es Şipşip, glaube ich, weil es macht das Geräusch, Şipşip, wenn du gehst. Und bei Çıtır ist was Knuspriges, Çıtır, Çıtır, das macht an deinen Zehen Çıtır, Çıtır. Das ist eine türkische Bildung für euch, ja? Randy ist nicht umsonst ein Viertel Türk. Das ist das geilste Gewürz der Welt. Einfach drüber. Çıtır, çıtır. Çıtır, çıtır. Musst du das hätte auch ein bisschen so in dein Gesicht aufgeworfen. Ich habe noch nie Çıtır, çıtır Mante gegessen. Die sind lecker. Die schmecken ein bisschen wie Backerbsen. So Backerbsen? Mhm. Backerbsen mit was da drin? Fleisch. Mhm. Jetzt ist Çıtır, çıtır mit. Das ist Tabasco. Das war, glaube ich, schon die ganze Zeit in der Nacht kaputt. Nee, ist nicht mal scharf. Was ist da für Fleisch? Das ist ein Touri-Spot, gell? Ja. Nee. Der ist auch nicht scharf. Sumak ist nicht scharf. Das ist Essigbaum. Also Sumak, das andere ist scharf. Willst du scharf drüber? Ja, weil es ist süß scharf. Das schmeckt da nicht. Bisschen Chili ins Auge auf. Ah. Übertreib einfach. Ich hab nicht übertrieben. I like it hot. Du kannst eh schärfer essen als ich. Das glaubst du wirklich, gell? Das ist jetzt auch nicht scharf. Ich find's voll scharf. Oh, ich glaube, ich brauche Feuerwehr. Mit dem Ausblick, 6 von 10. Essen war nicht das Blaue vom Ei. Dass das Essen nicht so gut ist, dafür können die Damen nichts. Die machen auf jeden Fall einen super Job. Ladies and Gentlemen, damals
2019 war ich schon ein übelster F***. Genau hier bin ich gestanden. Wir werden jetzt auf jeden Fall irgendwo Cheesecake suchen, Ladies and Gentlemen. TikTok habe ich 1000 Videos gefunden mit Cheesecake. Auf jeden Fall in dem TikTok wurde mir dieser Laden angezeigt. Wir gehen da jetzt rein. Ich werde euch berichten, ob das vernünftiger Cheesecake ist oder nicht. Das hier sieht wild aus. Es sind sehr viele leckere Süßigkeiten. Das will ich auch essen. Ja, mach. Uchu Papi. Okay, es war nur Schokolade. Boah, es war nur Schokolade. Ja, aber okay. Muss aber kälter sein. Den gibt's nur, weil das aus Versehen passiert ist. Ja, gell? Cheesecake. Ist geil, aber müsste kalt sein, denke ich. Eiskalt. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen zu warm gebracht wurde. Ansonsten bin ich sehr, sehr glücklich. Also gerade wurde mir auch noch gesagt, dass das durch die Schokolade warm geworden ist. Also ich glaube, der bessere Call ist, weil die Schokolade sehr intensiv ist. Entweder sehr wenig Schokolade oder komplett ohne. Dann habt ihr richtig leckeren Cheesecake. Hier sieht man auch noch ein paar Cheesecake, die schon fertig sind. Crazy. Garay. So sieht es lokal aus. Man kann auch da oben noch essen, man kann auch da unten essen. Also sehr, sehr nice eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Das ist Schokolade? Goddamn. Es gibt sogar wirklich dunkle Schokolade. Weiter geht's, Ladies and Gentlemen. Das kriegst du auch in dem türkischen Kaffee zum Beispiel. Okay, und isst man davon Bonbon? Das ist ein Bonbon. Wie ein Bonbon? Ja. Also ich würde das Grüne probieren wollen. Was kostet das? Kiwi. Kiwi? Gibt's was ist das? Du kannst auch so ein, alles von allem was machen. Ah, und er macht den dann? Ja. Ja, okay, das muss ich machen. Das habe ich auf jeden Fall in meinem Leben noch nicht gesehen. Warum stehen die? Sag ihm mit allen einmal. 20 Cent? Mathematik. 20 Cent. Er ist einfach Künstler. 90 Cent. Ja. Sind auch nicht 90 Cent. Aber. Doch, doch. Du weißt, dass wir das jetzt bar zahlen. Habe ich keinen kleinen, egal, komm. Sag ihm 100 einfach. Also wenn er ein bisschen lustiger wäre, ja? Wenn er das noch mit ein bisschen mehr Spaß machen würde, würde er mehr verkaufen. Sieht gut aus. Es schmeckt gut, aber es ist viel zu süß. Ich kann es nicht essen. Hä, bist du verrückt? Das schmeckt. Es schmeckt gut, aber Bonbon. Ich kann nicht das ganze Ding essen. Sollst du auch jetzt nicht. Ja, komm, geh mir. Das ganze Ding kriegt eine 8 von 10. Hätte ich nur Rot und Grün genommen mit Gelb und Orange, wäre gut gewesen. 2 Stunden später. Wir befinden uns auch jetzt auf der asiatischen Seite und werden Pilaf essen. Chicken und Reis. Der Abend ist schön, Wetter ist besser. Es regnet mich ja nicht mehr. Oh, lernt Deutsch. Und langsam wird es dunkel, dann werden wir den Stream etwas später starten. Aber schauen wir mal, wie das mit der Internetverbindung ist. Die Leute sind schon am Trinken, am Machen. Sonntagabend. Sieht gut aus. Ladies and Gentlemen, hier sind wir. Pilaf Arabash. Große Portion einfach. Eine große Portion. So komplett? Wie du willst. Das war nur eine Seite. Wir gucken, wie ich machst du Tisch auch ein bisschen scharf? Eines der geilsten Gerichte meiner Meinung nach. Und perfekt, wenn du Gym, wenn du nach Pilates fertig bist. Da fehlt aber ein bisschen Salz. Fisch auch? Salty geil. Meinst du die? Aber die sind genau so. Krass, was steht hier? Kann kein Mensch lesen, ne? Oder? Ah, vielleicht auf Japanisch geschrieben. Einfach Schnitzel, Landmann, Wien? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber ich durch diese Gassen sind wir durchgeschlendert in einer anderen Geschwindigkeit. Gare! Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Herzlich willkommen vom Stadion. So, wir haben es einfach 2 Uhr nachts. Ich habe gerade gestreamt. Stream ist geisteskrank gelaufen. Also jeder, der das verpasst hat, tut mir sehr leid. Aber es wird nochmal einen geben. Die Sache ist, wenn ihr das YouTube-Video sehen werdet, bin ich schon wieder weg aus Istanbul, weil ich war nur 2 Tage hier. Werden aber noch einen Stream machen. Und ich habe euch nicht mal das Hotelzimmer gezeigt. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Das ist auch geisteskrank. Ich habe Schlappen nicht mitgenommen, weil eine Freundin von mir hat auch im Hotel ein Zimmer und ich habe gefragt, gibt's Schlappen?
Sie so, ja, das sind die Schlappen. What the fuck? Hier haben wir den Spiegel, Ladies and Gentlemen. Hier liegt mein Handgepäck, Laptop, weil ich gerade noch Sachen eingerichtet habe. Hier habe ich noch einen Luftballon bekommen, den werde ich verschwinden lassen. Den werde ich hochsteigen lassen in Istanbul, wenn ich fliege, übermorgen. Hier ist auch nochmal was vom Handgepäck, Klamotten, blablabla. Dann gibt es hier einen kleinen Schrank, dam dam dam. Und dann gibt es noch hier ein Badezimmer, was sehr, sehr nice ist eigentlich. Boom, easy going. In diesem Sinne, gute Nacht, wir sehen uns morgen. So, guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen im Hotel. Ich habe euch nicht mal gesagt, in welchem Hotel wir sind. Das heißt Büke Hotel. Sehr, sehr günstig, empfehlenswert. Service nett, gibt ein bisschen Trinkgeld an die Leute, die immer euer Zimmer sauber machen. Schadet euch nicht, ist gut für euer Karma-Konto. Genau, jetzt ist es soweit, Ladies and Gentlemen. Wir werden den beliebtesten Döner, so viel ich weiß durch meine sicheren Quellen, der Locals probieren. So viel kann ich sagen. Schauen wir mal, wie lecker ist. Ich freue mich auf den Döner. Fleisch sah sehr, sehr geil aus. Das größte Problem meines Lebens habe ich hier in Istanbul gehabt mit Taxifahrern. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe in diesem Video, aber ich bin sauer auf die. Sag euch, ich glaube, ich habe die Taktik raus. Auch wenn ihr Türken seid, redet nicht Türkisch hier. Einfach immer Englisch reden. Am besten, man sagt nicht mal, dass man Türkisch kann, dass man checkt, wenn die einen verarschen. Was? Nein. Du wurdest verarscht, nicht ich. Und ich wurde hier noch nie verarscht. Seitdem ich mit dir hier bin, wurde ich... Mit Ansage, entweder da drin riecht es nach Zigaretten oder irgendwas. Spaß, Leute. Rooney. Rooney. Rooney crazy. Boah, hab ich gut geschlafen gerade. Vai Istanbul, vai vai. Also Autofahrten, Schlafen und ich, Hand in Hand, so gehen wir. Ich weiß nicht, wie die Ecke hier heißt, aber wir gehen auf jeden Fall jetzt zur Dönerbank. Dönerbank. Ah, stimmt, so hätte ich es gereicht. Das war mit 3D-Effekt. War einfach mein Vater. Ich weiß nicht, wie dieser Markt heißt, wenn es jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare, aber es ist eine geile Ecke in Istanbul, wo ich noch nicht war. Boah, einfach Autobahn kurz hier geworden. Dieser Geruch von diesem Fleisch, ich sage euch ehrlich, ich liebe es mit diesem Lammfett drüber. Das ist noch nicht die Filiale. Sehr, sehr geile Ecke. Hier riecht es gut. So, Ladies and Gentlemen, dieses ganze Video baut auf diesem Döner auf. Sagen, so wie das Ganze hier aussieht und wirkt, hat das nichts mit einem Tourist-Spot zu tun. Könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, falls es so ist, aber das wirkt sehr, sehr nice, wie ihr abschneidet, wie ihr arbeitet, wie klein die Location ist. Das ist so Street Food at its finest. Wir probieren jetzt diesen Döner. Es riecht nach Lamm, es sieht super aus, Fleisch ist zart rosa, der Mann weiß, wie man mit dem Messer umgeht. Und schmeckt geisteskrank. Oh, das schmeckt krank. Wie fettig das auch ist, gell? Oh mein Gott, Junge. Also das ist safe mit eines der besten Dönerfleische, die ich je probiert habe. Junge, Lavash. Ja, I want two. Ethnin? No, I'm not Arabic. But Ethnin, okay. Dürüm. No, I want like plate. Plate, yes. Yeah, with meat. Meat and tomato, yes. And pepper. Yes, and lavash bread. Okay. One, and two. Çiğdem 100 gram gel masaya. Also das ist auf jeden Fall so von der Größe auch ziemlich klein. Wir machen hier Brot, Fleisch, so ein Hausten. Schaut euch mal das an. Das sind ihre Fleischerei wahrscheinlich. Preise sind auch. Ich weiß nicht genau, was es kostet, aber es ist super günstig. Ladies and Gentlemen. Tomaten. Abi, ich will das hier haben. Abi, Paket. Das. Buongiorno. Danach nehme ich noch einen Döner mit. Wenn es jetzt. Fleisch habe ich gerade probiert. Oder? So nämlich. So nämlich. Hast du gesehen, wie so klein wie eine Telefonzelle? Die machen gut, hä? Ja. Ach so, du machst so. Ich mach direkt so. Ladies and Gentlemen, ich glaube, ich habe einen neuen Favorite Dönerplatz in Istanbul. Was sind das auch für Tomaten? Warum sind die so rot? Das sind die rotesten Tomaten der Welt. Schau, mit scharfer Pulver. Einfach Tomaten mit scharfer Pulver.
Game over. Schmeckt sehr krass. Das Fleisch schmeckt gar nicht so intensiv nach Lamm, finde ich. Ist nur ein bisschen. Nur ein bisschen vom Fett, da ist kein Lamm. Safe Rindfleisch, oder? Soll ich mal nachfragen? Kruste ist krass. Frag mal, ja. Wenn er gleich kommt. Wie nennt man das auf Türkisch? Wie heißen die? Turşlar. Turşur. Biber-Turşusu. Turşu. Der hat schon wieder, der hinter dem Ding hat mit mir Arabisch geredet. Er hat gedacht, ich bin schon wieder Saudi. Hast du ein Problem mit ihm? Wo haben die Essen? Nee, jetzt gar nicht. Danach kurz ein Karışık. Beef und Dings, Lamm gemischt. Aber Lammfett oder Fleisch? Egal. Es wird Lammfleisch und Rind gemischt sein, gell? Ja, ist gemischt, genau. Okay. Weil viele machen nur Lammfett drüber für den Geschmack. Warte, das will ich auch mal fragen. Egal. Ich kann es nicht sagen. Das ist auch crazy. Auch nicht zu viel gerade, finde ich perfekt. Das ist so lecker. Wenn ich so einen Döner habe zum Frühstück, gehe ich jeden Tag Döner frühstücken. Mega. Ich auch. Viele werden sagen zum Beispiel, das schmeckt besser als Ferhat. Aber hier ist voll viel Gewürz drauf, das merkst du. Mm. Das ist Gewürz. Ferhat sein Fleisch, du schmeckst nur das Fleisch. Das war es, natural, ja. Das ist aber auch krass. Bei ihm ist gar kein Gewürz. Eigentlich Salz. Crazy. Salz. Ich glaube nicht mal Pfeffer. Nur Salz. Ja, das hat Fleisch echt sehr, sehr gut. They never had a pretty girl from Joburg, and that's what they prefer. Zum Glückwunsch, alle, die nach Istanbul kommen. Ich weiß nicht, ob hier schon mal jemand war. Ich glaube nicht. YouTube Deutschland safe nicht. Oha, wie schön machst du das? Warte mal. Warum hast du mir nicht so einen vorbereitet? Ich mag gerade auch nur das Fleisch essen. Auch dünn. Auch dünn, perfekt fettig. Wenn du es drauf legst, wie ein Zungenkuss. Bin ich ein guter Türke, aber. Du kannst nicht mehr fragen, ob Lammfett oder Lammfleisch. Okay. Sagen. Beim zweiten Versuch. Ich glaube, er hinter mir sieht krass lustig aus, gell, wie er das ist. Ja. Sieht man den auf Bild? Ich glaube, ja, gell? Das ist so lustig. Hier ist auch noch ein Markt in der Nähe, da werde ich später wieder live sein. Das haben alle Leute verpasst, die noch nicht rein abonniert haben auf Twitch. Aber ich glaube, es wird lustig. Das Problem ist, es ist full. Kapuzasche. Der Markt, ja. Grand Bazaar, muss ich sagen. Grand Bazaar. Du warst hier oft in Istanbul? 10 Mal. Und du warst noch nie im Grand Bazaar. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe Arbeit. Ich bin nicht wie du, so reich und nur im Urlaub machen. Was laberst du da? Grand Bazaar ist einfach so, das ist so das, ist das Erste, wo du hingehst. Auch für Arbeit. Ja, die Touris. Krasser Zufall, dass wir gleichzeitig hier sind. Habe ich Glück gehabt, sonst hätte ich den Laden nicht gefunden. Ja, wow. Das Brot finde ich nicht so geil, aber das Fleisch ist. Das Einzige, wenn das Fleisch nicht. Also, man muss direkt essen. Wenn es kalt ist, ist es durch. Dann ist es ganz schnell vorbei. Ich mit Glitsche, immer. Ja, ich mit Glitsche. Geht mir. Was machst du? Ich bin da, bin da, dann bin ich da. Ich bin da, dann bin ich da. Ich bin Du glaubst auch alles, was sie erzählt. Wieso was? Das war's auch mit Dönerbank. Weiter geht's im Video. Kuss. Lass ein Like und einen Kommentar da. 40 lira diyelim. Hadi 35 lira. Bazıları düşüye bozuyor. O da kere diyor. Herkes bir yerden götürmenin derde düşmüş. Bu da aromalı. Biraz daha farklı oldu. Benim. Der schmeckt besser. Das Weiße schmeckt mir nicht. Das schmeckt besser. Das schmeckt dir besser. Ich schwöre, wegen diesen zwei Fächern sind wir 40 Minuten Auto gefahren. Das ist auf jeden Fall der Laden, wo wir drin waren. Zu leid. Ich habe mit der Schale nichts zu tun, wenn du mich fragst. Also für alle Leute, die jetzt auf Twitch gerade mal ein Follow da lassen wollen, kostet nichts, könnt ihr einfach machen.